Es gab ein kleines Entwickler-Update zu Assassin's Creed Valhalla und ich dachte mir, hey cool, machst ein Video drüber. Eigentlich möchte ich jetzt über was ganz anderes sprechen. Über den Content sprechen wir auch. Aber warum denn so viele Assassin's Creed Valhalla hassen, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragdart, bei mir dreht sich alles rund um Assassin's Creed, also bleibt mega gern mit dem Abo mit dabei, wenn ihr auf sowas Bock habt. Ja, und wie gesagt, ich habe so einen Twitter-Post gekriegt vom lieben Matthias, danke dafür, wenn ihr mir auch irgendwelchen Content zukommen lassen möchtet, wenn ihr das gerne auf Twitter zum Beispiel tun, da erreicht ihr mich am besten. Ich habe mir gedacht, cool, guckst du mal rein in das Video, das ist jetzt im Rahmen der digitalen Gamescom ausgestrahlt worden. Assassin's Creed Valhalla Mythical Beasts Gameplay und ich dachte mir, hey, guckst du mal rein, was geht denn ab? Und dann kam ich auf dieses Video und sah das folgende. 980 Likes und 1330 Dislikes. Absolut krass. Und dann dachte ich mir, hä, hat da jemand Dislikes gebottet? Was ist denn auf einmal los? So sah das ja sonst nicht aus bei Valhalla. Klar, es ist nicht das beliebteste Spiel, seitdem die Gameplay-Trailer draußen sind, aber auch kein Spiel, was unbedingt gehatet wird. Und die Top-Kommentare sagen hier tatsächlich was ganz anderes. Work in progress, that's for sure, sagt Kevin. Es wird noch am Spiel gearbeitet. Und ja, das stimmt. Ich habe es ja schon gespielt. Am Spiel wird noch gearbeitet, seitdem ich es gespielt habe. Und seit dem Gameplay-Material, was wir gesehen haben, sind schon Monate vergangen und es werden auch noch Monate bis zum Release vergehen. News treibt es nochmal auf die Spitze. Er sagt, dieses Spiel sieht so aus wie von einem 5-Developer-Team entwickelten Heimstudio. Also von zu Hause aus gemacht. Er meint, das wäre ein Amateurprojekt. Juan beschwert sich über die mystischen Kreaturen. Und ja, viel sagt direkt schon Rest in Peace Assassin's Creed. Also dieser Trailer, der kommt gar nicht gut an bei den Fans. Oder nicht Fans, oder es ist ein Hype-Train. Man weiß es nicht. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu denkt. Ich kann an der Stelle nur sagen, ich habe das Spiel ja gespielt. Und es war nicht das beste Spiel der Welt, es war aber auch nicht abgrundtief schlecht. Denn an der Stelle, ich habe es schon mal gesagt, ist, glaube ich, wieder die Erwartungshaltung der Leute was ganz anderes, als was realitätsnah sein könnte. Denn dieses Spiel wurde erstens 6 Monate vor Release von der Presse via Remote Desktop, bedeutet von einem Fern-PC. Ja, das wurde gestreamt, gespielt, das heißt, es gab kein richtiges Erlebnis, man konnte sich das nicht einstellen und anpassen, wie man wollte. Und es sind noch 6 Monate gewesen bis zum Release. 6 Monate, ich meine, da kann richtig viel passieren. Überlegt mal, dieses Spiel wurde nach dem Origins-Release quasi begonnen, 2017, in 3 Jahren, da sind 6 Monate ein ganzer Batzen Zeit. Und ich will es hier einfach nicht absolut verteidigen oder so, dieses Spiel hat Schwächen. Aber meine Erwartung war ein Origins, ein Odyssey Plus, also ein Odyssey Plus Upgrades. Ein paar grafische Feinheiten, die dazukommen, ein bisschen besseres Licht. Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel G-Sync in diesem Game. Und Gameplay-technisch eine Optimierung. Das heißt, nicht mehr stupides Gegrinde für die Leute, die das nicht mögen, aber ein Progress-System, um irgendwie doch noch zu motivieren und es zu erleichtern, wenn du dich dazu entscheidest, ein bisschen zu questen, ein bisschen zu grinden, ein bisschen mehr ins Detail zu gucken, was so in der Welt passiert. Ich muss sagen, ich kann es halt null nachvollziehen, was die Leute mit diesem Game haben, warum sie es nicht so mögen. Ich kann verstehen, dass der erste Trailer von Assassin's Creed Valhalla gehypt hat. Ich meine, ich erinnere mich noch zurück an die Ankündigung, mein Kanal ist explodiert, die Leute hatten Bock auf das Spiel, die Leute hatten Bock, da mehr von zu sehen und das, was dann zu sehen war, war enttäuschend. Aber das ist in 90% der Fälle, die man heute sieht, immer so. Machen wir uns nichts vor. Das Marketing schießt an der Realität vorbei und das seit mehreren Jahren. Und das bekomme ich regelmäßig zu spüren. Es geht teilweise so weit, dass mich Leute fragen, warum spielst du das? Du solltest dieses Spiel boykottieren. An der Stelle hatte der Eddie Reimers ein sehr, sehr gutes Video neulich gemacht, wo er gesagt hat, hey, Streamer, YouTuber, das sind keine normalen Konsumenten. Die machen das halt auch, um zu zeigen, wie es aussieht und ihr könnt euch dann ein Bild machen. In jedem Fall konntet ihr euch noch kein Bild machen von dem fertigen Spiel. Oder was heißt mit ihr? Die Leute, die da halt so viel rummeckern, die konnten sich noch kein Bild machen. Die konnten es nicht selber spielen, nicht selber ausprobieren. Sie konnten nur das wiedergeben, was sie gesehen haben. Und dass das nicht alles komplett flüssig ist, das ist klar. Brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Aber wieder dieser extreme Hate-Train, ich weiß es nicht. Ist das gerechtfertigt? Ich meine nicht. Vor allem, wenn du halt als Entwickler dir jahrelang Mühe gibst und dann kriegst du so einen Shitstorm ab, hast du einfach keinen Bock mehr. Ich meine, man kann verstehen, da ging gerade ziemlich viel ab im Hause Ubisoft. Wir haben nicht nur personelle Veränderungen. Ashraf Ismail, der federführend für dieses Projekt war, ist jetzt ja raus aus dem Laden und das macht halt jemand anderes. Ich glaube, es ist noch gar nicht offiziell angekündigt, wer das ist. Aber das verändert natürlich vieles. Und Ashraf Ismail galt damals so ein bisschen als der Retter von Assassin's Creed, als Origins rauskam. Und jetzt im Nachhinein kamen ja ganz viele spannende oder weniger spannende Dinge über ihn raus. Dazu auch demnächst nochmal, denn ich werde einen Talk haben mit der lieben Blutkatze. Kann ich, glaube ich, an der Stelle spoilern zum Thema Assassin's Creed Sisterhood, was eine relativ neue Bewegung ist, die sich für Frauen
bei Ubisoft, aber auch im Rahmen von Assassin's Creed einsetzt. Eine ganz spannende Sache, da bin ich mal gespannt, ein bisschen was drüber zu erfahren, denn ich weiß da tatsächlich noch so gut wie gar nichts drüber. Jetzt die Frage, neben all dem Hate, der meiner Meinung nach ungerechtfertigt ist, man soll es halt einfach erstmal probieren, die Reviews abwarten, also nicht nur 4 Stunden Reviews von Remote-Desktop-spielenden Leuten erhalten, sondern ein wirkliches Review, jemand, der es ausführlich durchgespielt hat, ja, das sich mal zu geben und dann zu sagen, das ist kacke oder gut, das wünsche ich mir. Kommen wir kurz noch zum Inhalt. Was wird denn in diesem Video geteilt? Nun, nichts wirklich Neues. Es liegt der Fokus auf den Bossen, und zwar auf den Black Shuck. Das ist so ein schwarzer Wolfshund, der in England tatsächlich sehr sagenumwoben ist, als krasser Höllenhund, als heftiger Gegner. Den finden wir dort. Und die Tierbosse, die hatten wir ja schon in Assassin's Creed Odyssey. Die habt ihr gerne probiert zu besiegen. Teilweise auch besiegt. Ja, da gab es schwierige Gegner. Und ich kann euch an der Stelle schon spoilern, auch die Bosse in Assassin's Creed Valhalla werden kniffelig. Also es wird kein Dark Souls sein, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, aber es wird schon wirklich ein bisschen fordernder als so ein normaler Tempel mit einem Attentat abzumetzeln. Da sieht es dann nochmal anders aus. Der Black Shuck wurde vorgestellt, abseits dessen halt eben die ganz abgefahrene Regan, extrem übernatürlichen Fähigkeiten, und an der Stelle muss man einfach sagen, es wird storymäßig integriert. Das ist nicht so, dass das die Realität zu sein versucht, sondern es bewegt sich im Rahmen von Illusionen. Nicht im Rahmen von Illusionen befindet sich dann der Kampf gegen Thor, den Fishmonger. Gegen den habe ich auch probiert zu kämpfen, war wirklich schwierig. Hab mir nur einen Versuch gegönnt und bin dann sofort weggegangen, weil ich nicht irgendwie jetzt eine halbe Stunde Spielzeit dort verschwenden wollte, diesen Boss zu besiegen. Hätte ich vielleicht doch mal investieren sollen, wäre vielleicht doch ganz spannend gewesen. Stattdessen habe ich mehr Open World mir angeguckt. Er ist einer der Nachfahren von Ragnar Lodbrok bzw. seiner Anhänger. Ragnar ist 10 Jahre vor der Story von Assassin's Creed Valhalla nach England gekommen und ein paar letzte Anhänger von ihm, die sind da noch zu finden, haben aber jetzt keinen wirklichen Sinn mehr im Leben und deswegen wünschen sie sich einen ehrenhaften Tod. Einen Tod, der sie nach Valhalla bringt, und den probiert Eivor ihnen hier zu liefern. Wusstet ihr übrigens, dass die Aussprache Eivor ist und nicht Eivor? Jetzt wisst ihr es, ist tatsächlich so. Werdet ihr sehen, wenn das Spiel rauskommt. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Zu meiner Synchronrolle in Assassin's Creed Valhalla gibt es derzeit noch kein Update. Dazu werde ich euch noch updaten zu gegebener Zeit. Wann das ist, das kann ich noch nicht sagen, weil ich es noch nicht weiß. Und ich freue mich aber, euch das dann zeigen zu können. Und vielleicht finde ich mich ja selber im Spiel und wird bestimmt ganz witzig. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Und denkt immer dran, auch wenn das Marketing in letzter Zeit fast immer an der Realität vorbeischießt, nicht hate, kritisiert konstruktiv, kauft nicht, wenn ihr denkt, das Spiel hat es das nicht verdient. Und dadurch steuert ihr viel mehr als über Hass, denn Hass bringt eigentlich keinem was, oder? Außer den Hatenden, die Hater. CD Projekt Red, da bin ich übrigens auch mal gespannt, ob die tatsächlich so weit am Ziel vorbeischießen, weil natürlich Cyberpunk das gehypteste Spiel des Jahrtausends ist, oder ob tatsächlich das Release uns dann auf den Boden der Tatsachen runterholt und wir einfach nur merken, okay, Cyberpunk ist nur ein sehr, sehr gutes Spiel, aber auch nicht das allerbeste Spiel der Welt. Ich bin gespannt. Bislang ist The Witcher 3 ja das beste Spiel der Welt, wissen wir es offiziell. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr bei meinem Partner eneba.com mal vorbeischneit. Dort gibt es PlayStation Network Guthaben für 43 Euro im Wert von 50 Euro. Mit dem Code FRAGNAT beim Checkout einfach einfügen, spart ihr nochmal 3% auf das Gesamte, was ihr euch da reingepackt habt. Da gibt es auch The Witcher oder alte Assassin's Creed Games. Könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern, würde mich freuen. Und in diesem Sinne, bis bald, euer Wald. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.